Mit diesem Track übermittle ich eine Botschaft, gefasst in Texten, sage die Wahrheit, versucht euch in meine Lage zu versetzen. Die heutige Welt geprägt von Geld und falschem Ermessen, mit den Gesetzen, die sie setzen, halten sie uns in Ketten. Und Reputation ist hier zu Gast in Bersenbrück. Wir haben Ihnen ein Video mitgebracht von Reputation. Haben Sie Lust, sich das mal anzugucken? Ja, gerne. Für Sie existieren wir nur auf einer Liste. Hören Sie denn eigentlich Rap? Eigentlich nicht, nein. Okay, naja, das wird jetzt eine Überraschung. Es ist ATZ mit Meine Stimme. Ich hab nur meine Stimme und verleihe ihr Kraft, wenn man sieht, was die Schwäche mit den Menschen macht. Ich werde sagen, was ich denke und bis an mein Ende dien ich Gott und hoffe, dass sich alles Schlechte wieder wendet. Ich hab nur meine Stimme und verleihe ihr Kraft, wenn man sieht, was die Schwäche mit den Menschen macht. Ich werde sagen, was ich denke und bis an mein Ende dien ich Gott und hoffe, dass sich alles Schlechte wieder wendet. Und der Blick ist verdunkelt in Richtung Westen. Ich rede hier von USA und den reichen Säcken. Für sie existieren wir nur auf einer Liste. Und ich sage euch, so kann es nicht weitergehen. Der Überwachungsstaat kommt, Zeit um einzustehen. Habe das Kreuz auf der Brust, lass mir nichts befehlen. Mein Stolz können sie nicht brechen, fick das System. Ja, Ihr Kommentar? Ja, das war eine tolle Darstellung von sehr wichtigen politischen und ganz allgemein menschlichen Inhalten. Sehr nachdenklich, toll gemacht. Und mich haben besonders zwei Begriffe sehr angesprochen, einmal Wahrheit und Freiheit. Und dass er sagte, dass wenn man der Sicherheit wegen die Freiheit aufgibt, wird man am Ende beides verlieren, die Freiheit und die Sicherheit. Einzelne Aussagen muss man natürlich auch ein bisschen hinterfragen. Es ist alles etwas sehr zugespitzt formuliert, aber sehr gut gemacht mit viel Inhalt. Und sie sagen, sie haben kein Geld für dies oder das, doch für Waffen und Krieg haben sie immer was. Deutschland hat ja 2011 ungefähr 5,4 Milliarden Euro für Einzelaufträge, Waffenaufträge, Rüstungsaufträge ausgegeben. 5,3 kommen dann nochmal als Sammelaufträge hinzu. 5,3 Milliarden. Warum exportiert Deutschland so viel Waffen? Ist ja eine unglaubliche Rüstungsmacht geworden wieder. Also das ist natürlich eine Frage, die man einem Bundespolitiker stellen müsste. Aber es gibt natürlich Sicherheitsinteressen in der Welt, da wo die Freiheit gefährdet ist. Und in jedem einzelnen Fall muss man sich sehr sorgfältig überlegen, ob man eine Regierung oder ein Regime unterstützt. Und das ist immer eine Einzelfallabwägung. Deutschland exportiert Waffen an Länder wie zum Beispiel in Irak, Algerien, Ägypten, U-Boote nach Israel, Saudi-Arabien. Das sind ja alles Krisenländer oder Pulverfestländer, die entweder im Krieg sind oder vor oder nach einer Revolution stehen. Inwiefern sichert man dort Frieden? Ich habe eben schon gesagt, dass jeder Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden muss. Wenn man beispielsweise Waffen nach Saudi-Arabien liefert, da muss man sich die Frage stellen, sind diese Waffen dazu geeignet, einen Angriff zum Beispiel durch den Iran abzuwehren oder sind dieses Waffen, die auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden können? Und wenn das Letztere der Fall ist, dann wäre ich gegen einen solchen Waffenexport. Der Blick ist verdunkelt in Richtung Westen. Ich rede hier von USA und den reichen Säcken, die ihre Finger im Spiel haben. In der Regierung sitzen die wahren Sklaventreiber, ihre GSC. Sie wollen uns etwas von Menschenwürde erzählen, pissen auf tote Muslime und nehmen Kinder das Leben. Was nehmen Sie aus diesen Worten? Nein, das ist natürlich völlig abwegig. Die Politiker in der Europäischen Union und auch in Deutschland sind sehr bemüht, dass wir den Dialog der Kulturen führen. Und für mich ist eine der ganz großen Herausforderungen der Globalisierung, wie es uns gelingt, dass wir mit der muslimischen und auch der arabischen Welt friedlich leben. Und deswegen ist der Dialog der Kulturen von so großer Bedeutung. Und so wie hier die Politiker dargestellt sind, das ist völlig neben der Sache. Kapitalismus, der Grund, warum hier Menschen zugrunde gehen. USA im gottverdammten Bürgergriff von Israel. Sie versprechen uns den Frieden, doch bringen Krieg wieder mal. Sind es Muslime, gegen die sie schießen? Sie sind Vorsitzender der AG Nahe Osten im Europäischen Parlament. Und Sie sagen, Europa sollte eine Führungsrolle übernehmen in diesem Konflikt. Können Sie das ein bisschen erklären? Ja, es ist wichtig, dass wir zwei Staaten schaffen im Nahen Osten, die friedlich miteinander leben, Israel in sicheren Grenzen und Palästina in sicheren Grenzen. Und wir haben gerade in dieser Woche in Brüssel in der Arbeitsgruppe Nahe Osten, die ich damals als Präsident des Europäischen Parlaments geschaffen habe,
der ich auch heute noch vorsitze, besprochen, wie wir zu diesem Weg kommen, dass es die zwei Staaten gibt. Und deswegen sind wir im Europäischen Parlament der Meinung, dass die Verhandlungen wieder beginnen sollten zwischen der Regierung Israels und der palästinensischen Vertretung, dass man zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt. Und ich hoffe, dass der beabsichtigte Besuch von Präsident Barack Obama jetzt in Israel und in Palästina auch dazu beiträgt, dass wir wieder zu diesen Friedensverhandlungen kommen. Sie versprechen uns den Frieden, doch bringen Krieg. Wieder mal sind es Muslime, gegen die sie schießen. Imperialismus, sie wollen die ganze Welt erobern. Überall beuten sie aus und stehen rund um Boden. Zur amerikanischen Politik habe ich auch einen Kommentar von Ihnen gefunden dazu. Also die amerikanische Politik ist dort wenig glaubwürdig. Das muss man leider sagen, auch als Freund der USA. Sie wollen, dass Europa da näher eingreift. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, die amerikanische Politik ist im Nahen Osten wenig glaubwürdig? Ich finde, dass es wichtig ist, dass die amerikanische Regierung einen erneuten Anlauf nimmt, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Und wenn man diese Anstrengungen unterlässt, dann ist man nicht glaubwürdig. Und deswegen erwarte ich von dem Besuch von Präsident Barack Obama, dass er hier eine neue Initiative ergreift. Und es gibt ja einige hoffnungsvolle Ansätze, auch jetzt in Israel, dass man das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung anstrebt. Und ich hoffe, dass wir da wirklich auch zu Ergebnissen kommen und dass es nicht bei Worten bleibt. Aber dennoch hat Palästina ja mittlerweile einen Beobachterstatus im UN-Sicherheitsrat. Von Deutschland wird Palästina aber immer noch nicht als Staat anerkannt. Denken Sie, das ist richtig so? Die Bundesregierung hat ihre Verantwortung. Sie nimmt sie wahr aus unserer historischen Verantwortung, die wir gegenüber Israel haben, wegen des Holocaust. Das kann ich gut verstehen. Andere Staaten sehen das anders. Die Mehrheit der Länder der Europäischen Union haben Palästina mit anerkannt. Und meine persönliche Haltung entspricht der Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also die Anerkennung Palästinas. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe, ja. Unsere Gesellschaft geht zugrunde an Einschaltquoten, an kassierenden Promis und Talkshow-Idioten. Politik wird nicht gezeigt und man blendet sie aus, weil der Großteil der Menschen dem Fernseher glaubt. Und die Politiker reden den ganzen Tag, versprechen vieles, kommen dafür in den Bundestag. Demokratie, sie propagieren sie mit voller Kraft. Doch ich frage euch, hat denn hier das Volk die Macht? Die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Das Volk hat die Macht, weil wir eine Demokratie sind mit Wahlen. Wir haben Kommunalwahlen, also wir können unsere Räte wählen in den Städten, in den Gemeinden, in den Kreistagen. Wir haben Landtagswahlen, wir haben Bundestagswahlen, wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament. Die Wahlmöglichkeit ist eine große Errungenschaft, die viele Teile der Welt nicht haben, worum uns viele beneiden. Und deswegen sollte jede Bürgerin, jeder Bürger das Wahlrecht auch als eine moralische Verpflichtung verstehen, zu wählen. Es liegt auch an den Menschen selber, dass sie ihren Beitrag dazu leisten, dass sie selber mächtig sind. Ich hab nur meine Stimme und verleihe Kraft, wenn man sieht, was die Schwäche mit den Menschen macht. Ich werde sagen, was ich denke und bis an mein Ende dien ich Gott und hoffe, dass sich alles Schlechte wieder wendet. Ich hab nur meine Stimme und verleihe Kraft. Hans-Gerd Pöttering für Reputation, deine Message, dein Mike. Und hoffe, dass sich alles Schlechte wieder wendet. Unsere Gesellschaft geht zugrunde an Einschaltquoten, an kassierenden Promis und Talkshow-Idioten. Keine blonden Haare, sondern schwarz. Keine blauen Augen, sondern braun. Kein Gimmi. Multikulti ist gescheitert, was ein Satz von Buschkowski ist. Sie sagen, damit stimmen Sie überein. Das ist ein Satz von mir, nicht von Buschkowski. Aber das ist unwichtig in der Urheberschaft. Was meinen Sie damit? Multikulti ist nicht, dass es Menschen verschiedener Herkünfte, sozialer Herkünfte gibt, sondern Multikulti ist der politische Anspruch, dass jeder bleibt, was er ist. Das heißt, sich nicht zusammen aufeinander zubewegt,